Ich hänge hier wie ein Schluck Wasser, Alter. Doch, 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 wir machen noch zwei Runden. Zwei, drei oder so. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell die gehen. Ich hänge wie ein Schluck Wasser, Alter. Und stehe im Kreis. Ich muss mir unbedingt was einfallen lassen. Weil das mache ich nicht mehr lange mit. Dieses ständige darauf warten und jemanden suchen, der sich versteckt. Und dann kommen die mit ihren Geschichten an, Alter. Der hat mich ein 30er genannt. Puh, da mein Kopf platzt weg. Ich habe den animierten Affe rausgenommen, weil mir die Animation doch nicht mehr gefallen hat. Vielleicht hat Da Vinci nochmal irgendwann Bock. Ja, ich brauche die Waschstraße. Ich muss, keine Ahnung. Ich muss irgendwas machen. Geht mir schon wieder im Teamspeaker weiter. Hallo? Ja, schaut, die machst du mit oder was? Ja, muss ich wohl. Das Ding ist, ich muss aber kurz mit der Öreo, ne? Wie lange baust du? Nein, nicht lange, 5 Minuten. Ja, ich stopp, ich mach Stoppuhren. Ja? Ja. Okay, ich bin's gleich. Bis gleich. Boah, mir platzt der Kopf, Alter. Hallo? Findest du das nicht auch unerträglich, Mimo? Oder das ist schlimm. Ich finde das. Ich schwör also, bei Gott. Bisher ging ja, aber langsam finde ich das unerträglich, irgendwo zu stehen und auf irgendwas zu warten. Das Leute, Alter, die sich irgendwie im RP verstecken, Mann, das ist einfach nur RP, Alter. Wen juckt das, ob du auf die Fresse kriegst oder ob du gewinnst oder wen juckt das, Alter? Guck mal, wie guck dir unsere Alter. Leute an, wie die rumrennen und so, ne? Du, man muss das doch nicht zu serious nehmen, alles. Ja, Mann. Ey, ich dreh langsam durch, da rumstehen und mir die Sorgen von anderen anhören, ne? Ja, der hat mich 31er genannt, der hat. Dann will der Chap gerade, der hat gehört, dann erzählt er. Ja, oh mein Bruder. Gott. Die Polizei macht das illegal, die dürfen keine Drogen kaufen. Das steht nicht im Gesetz rein. Ich häng hier, ne? Ich dreh durch. Hast du schon in deine Tischkante gebissen? Nee, ja, aber ich bin kurz davor, ehrlich. Geil. Naja, Boys, gute Mal Nacht. Ich muss morgen noch arbeiten. Gut. Ein Tag. Also, Jamo, haust du rein. Danach habe ich Urlaub, Lucky. Hatte 2 Wochen Urlaub. Ha! Sehr schön. Heide, ciao. Boah, wen juckt das, ob man im RP irgendwie eine Schießerei verliert oder nicht? Ich kann das auch nicht. Verstehst du das, Lucky? Was denn? Verstehst du das, warum? Guck mal, sagen wir mal einfach jetzt als Beispiel. BOM kommt jetzt morgen mit 20 Mann oder 15, ganz egal, zu uns, ne? Ja. Und die knallen uns über den Haufen, was berechtigt wäre. Ja. Das erschafft doch wieder ein neues RP. Ja. Warum wehrt man sich gegen sowas? Ja. Warum? Sag mir mal, warum? Ja, keine Ahnung, also mittlerweile, bin ich ganz auf deiner Seite. So, weißt, ich weiß, dass wir früher auch schon mal irgendeine Scheiße hatten, wo wir uns quasi davor weggezogen haben, irgendwie erwischt zu werden. Ja, so, ich weiß, was du meinst, ich weiß. Wir saßen auch schon einmal irgendwo in so einer Scheißhöhle für 5 Minuten oder so. Guck mal, das war so dumm, ne? Und zum damaligen Zeitpunkt haben alle darüber gelacht und haben gesagt, ja, guck mal, ihr geht aus eurer Hut raus und versteckt euch in der Höhle. Ich hab das nicht verstanden, ne? Aber das ist halt wirklich so, das war so extrem dumm. Und die Sache ist halt die, keine Ahnung, so RP-mäßig wollen alle Gangster spielen und alle wollen Respekt irgendwie haben und alle müssen mich respektieren, aber wenn es dann irgendwie einmal zur Sache gehen könnte, rennen sie wie die Kakerlaken, wenn das Licht angeht. So, das funktioniert ist, ja, dann nicht. Also, das ist halt jetzt auch kein Hate an BOM, das ist allgemein irgendwie so, überall. Ja, du siehst ja so Konflikte, die werden gerne mal, ne? Es gibt doch so viel Konflikt-RP auf jedem Server und man hat doch auch schon ganz oft gesehen, dass selbst wenn man Konflikt-RP hat, und sich gegenseitig über den Haufen ballert, weil das gehört irgendwo dazu. Also es kann irgendwo dazu gehören, dass man sich dann am Ende doch auch vertragen kann, so quasi. Ja, und dann wieder einen Neuanfang hat, so. Wen jucken irgendwelche Routen und wen juckt das alles? Vor allem auf einem Server wie Unity, wo Geld gar kein Problem ist, so. Wen juckt das? Ja, da muss ich halt hier an Dingens denken, die paar Leute damals hier auf, damals sag ich schon, ne, als wir letztes Mal hier auf Dingens gezockt hatten, Nifty da. Das war da. Ja, da hast du ja auch so die paar Leute, gut, die haben es halt mit ihrer Sprache so ein bisschen zu weit getrieben, so dass ich halt einfach nichts mehr verstanden habe, wenn die das Maul aufgemacht haben, um was zu sagen. Aber an sich habe ich da auch schon Szenen gesehen. Du meinst den Backup und so. Ja, aber da habe ich halt auch Szenen gesehen, so keine Ahnung, wie sie es gegenseitig so
ein bisschen anpöbeln, ja, und so ein Kram. Und einer zieht eine Knarre und dann rennen die anderen das halt weg so und machen einfach, oh, scheiße, eine Knarre und so. Du meinst von Aiden und Bakko TV. Ja, genau. Aber das ist richtig gut. Das war witzig so, aber die hatten halt ihren Konflikt, haben aber trotzdem nicht sofort irgendwie rumgeballert, sondern ey, der hat eine Knarre und dann rennen sie halt weg und so ein Zeug. Und die haben da halt was draus gemacht. Ted Teddington, ich weiß wahrscheinlich, worauf du hinaus willst. Wahrscheinlich, ich kann auch BOM da verstehen. Das ist, wie gesagt, auch kein Hate gegen die. Ich rede allgemein jetzt so. Bei BOM kann ich da momentan verstehen, weil, wie wir vorhin erfahren haben, die haben mit der Grove Ärger. Die haben mit Jamestown Ärger. Dann haben die Ärger mit uns. Dann haben die Ärger mit United, weil irgendeine Gruppierung irgendwas sagt. So. Und man weiß nie, ob ja, das dann, stimmt, ne? Dann soll der doch euch anquatschen. Ja, MRP, aber Alter. Und nicht Maul zuhalten. Ist halt, ja, ist halt schwierig. Keine Ahnung, das ist halt so eine Feier, wo halt alle die Gruppen irgendwie so versammelt irgendwie auf einem Haufen sind, die einen hassen und gerade Stress mit einem haben. So. Da werden ist die sich nicht blicken so lassen. Schwer, aber wieso habt ihr da nicht drauf aufgehoben mit dem so. Fischer, dass er Shops genommen hat? Welche Sache meinst du jetzt, weißt du, Sirius? Meinst du jetzt mit Chap? Hallo, Motherfucker. Ja, hauptsächlich wurde doch nur Chap, oder nicht? Du dir halt selbst das RP. Man muss das auch so sehen, wenn man eine Gruppierung spielt, so ein Crime-RP, da achtet man schon sehr drauf, dass man nicht permanent auf die Fresse kriegt wegen der Gruppendynamik, ne? Weil es gibt viele, die dann nicht damit zurechtkommen, zu verlieren. Und der OG, sag ich mal, oder der Anführer der Gruppe muss halt, du musst halt auch immer OOC, auch wenn das dumm klingt, musst du versuchen, die Gruppe zusammenzuhalten. So, ich mach das oder Johnny macht das im RP zum Beispiel so, indem wir sagen, Jungs, wir haben unser Gruppen-RP, aber macht doch euer eigenes Ding. Sucht euch euer eigenes RP, macht, was ihr wollt. Bei uns gibt's keine Regeln. Macht, was ihr wollt, Alter. Bei uns gibt's nicht diesen Kodex oder... Und damit will ich nicht sagen, dass das schlecht ist, wie ein Holleck das damals gemacht hat, dieses etwas strengere Gang-RP oder Crime-RP. Jeder soll einfach Spaß haben, macht einfach. Und wenn Sachen passieren, passieren die fertig. Genau mit Chap, der hat sich ja halt derbe eingeschissen, weil es halt ihr wart, die es getroffen hat. Wir kümmern uns da nicht wirklich um Chap, weil der nicht zu uns gehört. Der ist ein Ticker vom Park. Eine Ticker, genau. Ja oder? Sehe ich das falsch? Ja, wir haben einfach nur engagiert, damit er vor uns... Wir können nicht seine Krieger sagen. Der ist darauf reingefallen. Das war verdammt... In meinen Augen war das verdammt gute Polizeiarbeit von dem Fischer. Ich weiß nicht, welcher Fischer das war. Von dem Typen, der den Hops genommen hat. Richtig gut gemacht. Feier ich richtig. Weißt du, wie lange ich schon darauf gewartet habe, dass irgendwann mal Cops auftauchen und sich als Junkies ausgeben, um Sachen zu kaufen. Ja, wieder teilweise, keine Ahnung, da kommt jemand an und sagt so, ey, ich will Drogen haben. Und so, alles klar. Und die telefonieren miteinander rum und rennen halt die ganze Zeit rum mit vollen Taschen. Hast du nicht gesehen? Ich dachte mir, warum kommt nicht irgendwann, ist nicht irgendwann mal ein Cop dazwischen, der alle Hops nimmt, weil die so unvorsichtig sind. Ich kann dir sagen, warum das nicht so ist. Ich kann dir wirklich sagen, warum viele Cops das RP gar nicht so spielen. Soll ich dir sagen, warum? Ja, sag mal. Weil 99% von der Crime-Szene, also auch uns inbegriffen, ich sag jetzt nicht andere Leute, hallo, wir sind zu 99% absoluter Schmutz. Ich hab mich heute, nein, warte, ich hab mich heute gewaschen. Das ist true, das ist wirklich so. Guck mal, als wir auf Unity kamen, als die oben beim Dreher waren, hier der Jack und so, wo die sich haben verhaften lassen, wo die Polizei noch im RP selber gesagt hat, boah, ihr habt euch verhaften lassen, so ohne Gegenwehr, ohne zu beleidigen und so. Die kannten sowas gar nicht. Und meistens ist das so, dass gerade die Gegenpartei, ist ja so Katz-und-Maus-Spiel, gerade die Gegenpartei, die Polizei, wie Shep gerade, ne, wird dann auf einmal von einem Ticker zu einem Anwalt so. Und da hätte ich als Cop auch keinen Bock drauf. Deshalb versuchen die gar nicht erst so kreative Arbeit zu leisten, weil die wissen, das verläuft im Sand. Umgekehrt ist das meistens auch so, ne? So, du kannst die nicht alle in Schutz nehmen. Deshalb sage ich ja immer wieder, der Plan mit unseren gefälschten Dokumenten und ins PD reingehen und da und das machen, das wird nicht funktionieren, weil irgendein Cop das einfach nicht glauben wird. Aber weißt du was, so da hat Johnny schon recht mit dem, was der MP sagt. Scheiß drauf. Einfach machen. Ja. Selbst wenn die da alle aus einem Raum gestürbt kommen und uns Hops nehmen und wir im State Prison landen, 2 Wochen. Scheiß drauf. Ja, hört einfach auf Shia LaBeouf. Just do it. Einfach dafür machen, dass die Cops auch dieses Erfolgserlebnis haben und merken, okay, jetzt haben wir die alle Hops genommen, dreckigen Kriminellen. Einfach machen, scheiß drauf. Wen juckt das, ob wir SMG verlieren, ob wir die Marke verlieren? Scheiß auf alles, Alter. Einfach machen. Wer macht Raum?
Ach ja, wir wollten ja spielen. Das wird schon wieder halber RP-Tuck hier. Terterik, du musst adden, aber wir brauchen da drin nicht drüber reden. Ich weiß auch, dass welche, wenn du dazugehörst zur BOM, ich weiß auch, dass da Leute gebannt sind. Ich weiß auch nicht, ob du dazugehörst, aber ich bin ganz ehrlich, die Leute, die da gebannt wurden, von denen, die sind selber schuld. Jo. Die sind einfach selber schuld. Ja, das sind sie wirklich. Jetzt geht der Blaze. Ich muss das Spiel starten. Moment. Lucky, machst du einen Raum auf? Ich bin dabei. Ja, beim Fehler haben wir auch eingestanden, ja. Ich verstehe das auch, dass ihr da keinen Bock auf Konflikt habt, wenn 8 Leute von euch weggebannt sind, so. Aber momentan sieht das ja im RP so aus. Ihr habt so viel Beef mit so vielen unterschiedlichen Leuten, dass wir eigentlich sagen müssten und drei andere Gruppierungen sagen müssten, wir halten uns jetzt da raus, weil das wieder so ein Abklatsch-RP sonst wird. Weil ihr 4 Gangs gegen euch habt, aus welchen Gründen auch immer. Das kann richtig eklig werden, sowas. Hallo. Hallo. Soll ich switch sofort? Ja, Realbeat, das ist auch. Mir ist das scheißegal, Alter. Mir ist das wirklich scheißegal, ob ich da im RP irgendwas reiß, ob irgendeiner sagt, yo, ihr seid die krassesten hier oder so. Wie die Hadis das ausspielen, ne? Und ich betone jetzt, das liegt auf Ausspielen. Man sieht ja selber, die Hadis haben auch einfach nur Spaß. Was sind das für Bilder, Alter? Kann mir jemand helfen? Ich krieg den Ball nicht umrein. Ja, du bist zu klein, Junge. Haben wir nicht irgendwo eine Schrittleiter? Shorty, mute dich im Teamspeak. Mir ist das inzwischen so egal, Alter. Wo ist die Auto? Soll einfach nur um Spaß gehen. Achso, ich muss bereit machen. Bereit machen. Okay, wir starten jetzt. Das ist aber Wipe. Das ist aber der beste Leitsatz, den ich jemals gehört habe von Stay. Der hat zu mir gesagt, weil ich mir immer einen Kopf gemacht habe damals. Der hat immer zu mir gesagt, spiel du einfach RP. Tach. Alles klar, Digga. Hi. 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 Ja, Fletcher, ich versuche es, ne, aber mir fällt das auch manchmal schwer, ehrlich. Was denn? RP zu finden. Oder ich breche einfach zusammen in diesem Kreisgedings. In diesem ständigen, wir müssen reden, RP. Wir müssen das klären, die Infos teilen, damit jeder auf dem gleichen Stand ist und so. Aber Kürtis ist meine Brüder, wir müssen reden. Meine Brüder? Ich mach mir bei Zweitcharakter mit Big Peanut. Dann bin ich rum und hab den ganzen Spaß. Meine Brüder? Boah, Shorty hat da bestimmt auch Verdingens, ne? Ne, Shorty ist da schon da. Boah, ich dachte schon Game Freeze. Erstmal leise machen, Shorty. Abisele. Ach übrigens, Shorty ist der übelste Schisser, ne? Der schreit wie ein Mädchen. Gar nicht. Doch. So, wir brauchen Foto, wir brauchen Fotokamera, EMF-Reader und Thermometer. Und Michael Brown heißt der Typ. Lass uns den erstmal finden. Ich nehme EMF-Reader mit. Thermometer dabei. Also einer kommt mit mir und einer geht mit Lucky. Ich gehe mit Johnny. So, und derjenige... Ich gehe mit... Du hast EMF dabei, ne? Ich habe EMF dabei, ja. Oh, okay. Tschüss, Maximoto.
dann nimm dir doch ein Buch ein bisschen mit. Hab ich. Ihr braucht EMF und Thermo, wir auch. Wir versuchen jetzt erstmal den Raum. Ja, du musst das anmachen, ne, Shorty? Oh mein Gott, Bruder, heiß, warum Highschool? Halt's Maul! Das war das einzige auf fortgeschritten. Halt's Maul! Er übertreibt direkt, Mann. Gleich erste Runde scheißt er rein. Tschüss, Farmer. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay. Wer geht rechts und wer geht links? Wir gehen rechts. Bitte, könnt ihr das machen, bitte. Ich mag, ich lieb das, wenn er das macht. Ja, verpiss dich, da geh ich nicht rein, Alter. Buscherei. Hä? Hallo, Buscherei. Buscherei, ist nix. Ula, ula. Was haben wir hier? Boah, ich hasse die Highschool so sehr. Ey, nicht zumachen! Ich mag auch nicht, weil ich schwör bei Gott, der Shorty ist der größte Schisser, ne? Okay, zurück. Ist der Schiss? Ja, Mann, der schreit nur rum. Ist er, bei denen ist ausgeschlagen. Ja, wir hätten irgendwo ein Telefon. Okay. Oh, wir sollten da hingehen. Ach so, vielleicht oben? Wenn du das machst beim Shorty, ne, erschreckt er sich immer. Wisst du? Telefon? Telefon oder Bug? Gibt's eigentlich auch Knochen? Ja, immer. Ich denke oben. Dann geh nach oben. Ja, wir waren auf unserer Seite noch nicht durch, ne? Ja, wir haben auf unserer Seite. Aber ist das nicht bei euch auch ausgestanden, die EMF? Nein, nee, das nicht. Nee, nur Telefon. Ich hab's aus der Richtung irgendwo gehört. Ah, okay. Ja, gut. Ich komm, wir gehen einfach hoch. Gut. Vermutlich hier oben sein. Ich sage jetzt hier oben, rechts in der Ecke. Ja, hier oben rechts müsste das eigentlich irgendwo dann sein. Ist das hier Profi oder was ist das? Fortgeschritten. Nee, das ist fortgeschritten nur. Oh, minus gerade hier in der Ecke. Oh. Wo? Warum ist es? Da links rum. Buch auf Pult gelegt, ne? Minus 7 Grad habe ich hier drinne. Lecco mio de la Quasta. Ich habe ein Buch hingelegt. Ah, Telefon? Oh, lach mir, ich habe mich erschrocken, aber nach ihm. Ich habe mich erschrocken. Warum kommt ihr nicht hier rein? Also, ich habe ein Buch hingelegt. Was haben wir noch dabei? Die Box ist auch schon drin. Redet der Geist? Ja, mit Gruppe. Das weiß ich nicht. Michael Brown heißt der, glaube ich. Schon wieder vergessen. Wie viele Leute sind in diesem Raum? 4. Kannst du uns hören? 5. Hast du das Sprachpaket? Gib uns ein Zeichen. Oh mein Gott, der Tür. Oh, der geht an der Tür. Der ist an der Tür gegangen. Der Hund ist so. Hey, Mannequin. Die Tür bleibt auf. Der hat reingeschrieben. Und er hat ins Buch geschrieben. Hat deiner Foto-Dings bei? Nee. Ich hab keine. Okay, ja, komm, wir gehen nochmal neues Equipment. Oh, oh. BMF 2? BMF? Ich seh's nicht, ist dunkel, ist grün. Wir können nicht runtergehen. Gefriertemperatur und Dingens haben wir, ne? Buch? Ja. Johnny? Ja? Hier ist ein Ausgang. Ja.
Boah, ach fuck you, Mann! Fuck! So, ich nehme jetzt eine Kamera mit und ich nehme blau oder schwarz nicht mit. Wäre cool, wenn einer von euch eine Videokamera noch mitnehmen könnte. Ich nehme Videokamera. Hey, mir ist gerade so warm. Na, warte, ich hab schon eine Videokamera. Okay. Steht hier auf. Wir müssen nur ein Foto vom Geist machen. Ich nehme Fingerabdrücke und Fotokamera. Hab ich schon, Fingerabdrücke, hab ich schon mit. Dann nehme ich Fotokamera. Okay, nehm. Fotokamera, hast du jetzt noch eine? Was soll ich nehmen? Das Geisterbuch haben wir und gefrieren, ne? Lucky, was soll ich nehmen? Hast du eine Fotokamera? Oh, Dämon oder Jurei. Ja. Fotokamera habe ich. Oh, Mann. Okay, was brauchen wir noch? Gut. Ich nehme trotzdem noch eine Videokamera mit. Für den Flur. Es kann nur noch ein Geisterorb sein, ja, oder die, mit die Geisterbox, ne? Geisterbox, okay, der reagiert auch auf Gruppen. Kommen. Dann brauche ich das Schwarze, ich kann nicht mitnehmen. Dann nehme ich einfach noch eine Kamera mit, eine Videokamera. Ne, ich habe eine Kamera, wir haben zwei Stück. Wir haben zwei Videokameras und eine Fotokamera. Du hast? Achso, warum nimmst du dich eine Stimme mit? Was? Warum nimmst du nicht eine mit Ständer mit? Weil ich kein Viagra dabei hab. Was? Telefon. Das Telefon. Ich hab dich gesehen. Der Herr muss im Truck bleiben, ne? Und sich die Geister aufs angucken. Ich geh in den Truck. Nee, du kommst mit. Shorty kommt mit. Kollege. Johnny, geh du in den Truck. Schick Shorty wieder rein. Shorty, komm rein. Wo waren der raus? Die links, ne? Ich hab Fotokamera. Ja, das war wunderbar. Nicht in der Hand nehmen. Hast ich mach im Flur. Jetzt guck dir den Ständer an. Kann man den nicht hier hinlegen? Den Ständer von unten. Doch. Darf nichts in der Hand haben, ne? Ups. Wie alt bist du? Jetzt hast du deine Can you hear me? Give us a sign. Du hast dein Testnummer weggeworfen. Warum? Gib uns ein Zeichen. Oh, ich hab ihn fotografiert, den Hundebock. Also hat auf jeden Fall ein Zeichen gegeben. Jawohl. Der hat Schnurre gemacht. So, Foto haben wir. Wir haben ein Foto. Telefon. Ey, mein Herz, Junge. Was denn? Ja, was der stand auf einmal direkt vor mir, der Bastard. Soll ich dir deine Schulter massieren? Nee. Ich hab ja noch die Kamera. Ja, die muss in den Raum. Sehr gut, dann stell die mal hier irgendwie. Ja, stell die mal irgendwie. Wenn du da reingehst. In die Ecke. Stell die mal dahin bei dem Feuerlöscher hin. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Mach nicht. Kannst du gib uns ein Zeichen. Mit G hinwerfen. Gib uns ein Zeichen. Aber in die richtige Ausrichtung. Und dann muss die grün leuchten, die EMF? Kamera. EMF auf 3. Ah, das reicht nicht. Aber... EMF kann das eh nicht mehr sein. Geilste Ops. Ja, hier sind zwei Kameras drin. Wir haben drei Kameras jetzt hier. Nein, ich hab meine Taschenlampe. Ja, haben wir? Oh, wir haben Orbs. Ja. Okay, dann können wir raus. Ich hab Foto gemacht. Komm, schon rausgehen. Goodbye. Tschüss. Okay, das ging schnell. Das war langweilig. Zum Glück, ich mag Schule nicht. Jetzt Maul, beste Map. Schrotti, ich sag so, oh nein, Schule. War doch voll einfach. War ein richtiger Loser-Geist. Ja, der war echt nicht schlimm. Ah, der letztes Mal in Schule, der war Hölle. Wenn er jetzt angreifen würde. Und zwar genau jetzt. Nee, Sanity ist noch viel zu hoch. So, was haben wir? Orbs waren noch. Haben wir einen Jurei? Ja.
Master of Disaster, Dankeschön für den Prime 11. Chefe, danke für den Prime 9. Natsuma, Dankeschön für den Prime und herzlich willkommen. Und Captain Snooks, danke für den Booster vom 17. Danke. Dann hättest du bei Shorty machen sollen, Mann. Ich wusste doch nicht, wo der vorne oder hinten ist. Shorty, hast du eingetragen? Aber euch nicht. Shorty, alles gut? Ja, wir haben alles. Guck. War doch einfach. Warte mal, ich will mal einmal nach Geisterorbs gucken. Nicht, dass du ein Knicklichtauge hast. Ah, das ging echt schnell, ne? Hast du ein Knicklichtauge? Ich sehe da nämlich gar nichts. Auch sehe ich keinen, ne? Ach, ja, sicher, Jungs, dass das keine Mutter haben wir halt keine. Ja, da war Staub, tut mir leid. Geht nochmal rein. Schade, du musst da mal okay. Oh, da ist das ein Geisterorb. Uiuiuiui. Ah, das war voll der Lutscher. Habt ihr Juray eingetragen? Aber. Ja. Ne, sind wir auf einmal eingetragen. Huckelu! Schatz, ich hab richtig gutes Bild von dir gemacht. Wo denn? Hier unten. Irgendwo bei dir. Das ist ein richtiges Hukulu-Bild. Nee, ich hab da Lucky, eine Taschenlampe. Ja, Sonkel ist halt richtig. Und krass. Irgendwas. So, Lucky, ich habe jetzt noch zwei Kopfkameras hinzugefügt. Dann hast du deine. Geilo. Oh. Roadhouse, was war nochmal Roadhouse? Ja, das ist so ein normales Haus, aber ist auch Profi jetzt oder so, ne? Ah, ich liebe dieses normale Haus. Ich glaube, das könnte das sein, was du so geil findest. Ich hoffe es. Hau rein, Gringo, schlaf gut. Jawohl, Gringo. Ich bin dafür, dass Shorty allein reingeht. Shorty. Was hältst du davon? Ich hab. Was hast du gesagt? Ich bin nicht Shorty. Ach so. Ach stimmt, sonst hätte ich nach unten gucken müssen. Ich mag die kleinen Häuser mehr, ne, weil da viel mehr Action abgeht meistens. Das ist das Haus, was so geil ist. Ja, ich liebe es. Okay, gleiche Teams wie gerade. Was ist das? Das ist das schöne Haus. Der Moment da und ich nehme. Ach ne, Buch haben wir schon, oder? Ja, 420 Punkte habe ich gemacht letztens. Das Teil in meiner Hand, ist das EMF? Ja, EMF wieder. Ja. Mm. Okay. Moment. Der Typ heißt William Jackson. Der reagiert nur auf alleine. Wir brauchen EMF-Reader, Bewegungssensor und dreckiges Wasser. Bewegungssensor habe ich. Wo ist denn der Shorty? Ach ne, das Haus ist kacke. Der ist immer in der Küche. Johnny, wo bist du? Unten im Keller gerade. Was war im Keller? Ich komm wieder hoch. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. William Jackson. Wer macht denn hier das Licht an überall? Ich glaube, ich
habe einen Raum. Wo? Da war schon jemand gerade von euch. Hier liegt ein Knochen auf dem Boden, ne? Ja, den soll man bitte fotografieren und dann erst aufnehmen. Oben, wo wollt ihr? Hier. Hier ist kalt? Oh, hier wird es schön kalt. Hier war gerade unter 10 Grad, waren die gerade. Ja, hier ist unter 10 Grad. EMF auf? Oh, EMF. Auf? Wie viel? Gelb. Gelb, ich drei. Weiß nicht, was es ist. Drei Punkte, Junge. Zweieinhalb. Ja. Ich glaube, der ist hier im Badezimmer. Möglich. Gib uns ein Zeichen. Wir wollen mal bewegen, wenn wir uns bald zum Mal gehauen. Ich hau mal Buch hier hin, ne? Jo, mach das. Was ist das für ein Geräusch? Wer bist du? Ich bin Shoddy. Okay. Ach Mann! Handy vibriert. Oh! Und der Fernseher geht sogar. Schaut, der reagiert auf dich, wenn du redest. Du musst mit dem reden hier, komm her. Nee, ich mach einen du Scheiß. Du musst! Nö. Shorty, wenn du redest, reagiert der Fernseher. Du musst mit dem quatschen. Der reagiert nur auf dich. Komm her jetzt. Komm jetzt rein, du Schiss. Hallo, Geist, zeig dich. Hallo. Ja, draußen geht nicht. Shorty, rein mit dir, Kollege. Geh rein jetzt. Nee, ich will nicht mit dem quatschen. Du musst mit dem reden. Quatsch da jetzt mit. Geh zum Fernseher. Nee, mach erst du. Versuch du mal, Lucky, mit dem zu reden. Nee, gib uns ein Zeichen. Shorty, du. Gib uns ein Zeichen. Ja, du musst mit dem reden. Mann, warum? Why? Wir müssen draußen gehen. Du musst hier drinnen bleiben. Ich lass dich in Ruhe. Ich geh nach Hause. Keiner stirbt, okay? Okay. Ja, tschüss. Du bleibst hier drinnen, du miese Ratte. Ey, Shorty. Komm jetzt her, du musst mit dem... Oh Gott, Katze. Shorty muss alleine rein. Ich hab so keinen Bock, wir bleiben Alter. Am Fenster, Junge. Was soll ich machen? Du musst dem fragen, wie alt er ist und so. Okay? Uff. Wie alt bist du? Er ist ganz alt. Was hat er gesagt? Katze. Weiß ich nicht. Frag den Sachen. Der reagiert auf dich. Was? Mann, jetzt geh vor dem scheiß Fernseher hin, Mann! Du musst ihn Sachen fragen. Und rede! Hallo? Ich schwitze. Bist du ein Kind? Du musst mit dem reden. Ja, woher soll ich deine Antworten sehen? Ich lass mal Tür auf, ne? Oh. Nee, Jungs, ich kann nicht mehr, Alter. Geh jetzt da hin, Alter! Übertreib nicht! Na, was bist du für eine Pussy, Alter? Ohne Witz. Ich mag sowas nicht. Warum spielst du dann? Geh jetzt da hin! Ich muss! Geh jetzt da hin! Nein, lass uns ab, bitte! Der hat doch auch reagiert, wo wir alle im... Meistens ist das so, wenn wir zusammen Raum waren. Meistens ist das, du musst immer so Ja und Nein fragen, immer fragen. Bei Ja sagt er nur einmal, macht er nur einmal an und bei Nein macht er zweimal an. Du musst ihn auf jeden Fall fragen, ob der getötet wurde. Und wenn der Fernsehen dann durchdreht, komm so schnell wie möglich rausgerannt. Dann geh weg von Türen. Ja. Geh weg von. Du musst aber zum Fernsehen, ne? Was soll ich denn fragen, wie der gestorben ist? Oder ja, wie bist du gestorben? Warte mal. Bevor du den fragst, ob der gestorben ist, frag dir erstmal ein paar Ja- und Nein-Fragen. Nein, der kann sofort fragen.
Wenn du dem fragst, wie der gestorben ist und der Fernsehen rastet aus, komm sofort rausgerannt. Komm. Okay, dann geh bitte in die Ecke. Du musst direkt vor dem Fernsehen. Wurdest du getötet? Renn raus, renn raus! Nee, 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 nee. Der hat Wasser angemacht. Dreckiges Wasser. Wir brauchen, hast du Foto? Ich hab ein Foto gemacht, ja, ja. Das Buch ins Badezimmer legen. Wie schlägt. Wo bist du? Ja, sofort. Warte mal. 3. 3. Hat der reingeschrieben? Ja, der hat reingeschrieben. Ja, ein Buch geschrieben. Johnny stirbt! Johnny stirbt! Johnny ist tot. Aha. Was hat er gemacht? Der hat Johnny umgebracht. Du musst rein, Schotti. Nee, muss gar nichts. Doch, du musst rein. Was haben wir? Buch? Oh, oh. Das kann ein Dämon sein. Ist auf 3, maximal auf 3. Ja, guck mal auf die Geisterbox, ob der redet. Aber es geht nur einer alleine von uns. Ja, Bruder, das kannst du vergessen. Da haben wir Shorty. Shorty, du musst rein mit dem reden. Nee, Bruder, ich bin letztes Mal auch alleine reingegangen. Jetzt habt nicht so einen Schiss. Als ihr nicht wolltet. Jetzt bist du dran. Geh zur Geisterbox und frag den. Mach die Augen zu, wenn du Angst hast. Du musst nur zu der Box hingehen und Sachen fragen. Und dann antwortet er dir, dann kannst du raus. Wer ist im Badezimmer? Wer? Der Geist. Wir haben den so verarscht gerade, ne? Ich weiß. Shorty. Ich jetzt geh da rein. Er hat euch jetzt auch gehört. Ja, nur mit dem Fernseher. Mit der Box muss der machen. Ja. Ja, mit der Box muss. Der kommt schon. Noch. Boah, ey, du geh. Shorty, wer ist letztes Mal in die Highschool gegangen? Alleine. Als du und Dings sich nicht getraut haben. Weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich bin reingelaufen. Schlafen. Ich. Shorty. Du gehst jetzt zur Geisterbox. Halt. Rede mit dem Geist. Du musst nur hingehen und sagen, gib uns ein Zeichen. Dann antwortet er dir. Gib uns ein Zeichen. Und dann gehst du raus. Oder wie alt bist du? Ich mag nicht. Mach einfach die Augen zu, wenn du drin bist. Shorty. Ich mag nicht. Okay, Krupex, du hast nur 480p, weil du einen Adblocker benutzt. Twitch hat da irgendwas gemacht. Jetzt geh doch, Mann. Shorty. Geh. Ich kann dich bis zur Tür mitbegleiten. Okay. Ja, wir nehmen dich an der Hand bis zur Tür. Kann man so viel Schiss haben, Junge? Ich mache Fernseher aus. Was für ein Fernsehen? Mein Monitor. Wir müssen da nur hingehen. Die Box ist auch schon an. Du schaffst das. Die rauschen. Was brauchen wir von dem? Der muss nur einmal antworten, dann steht da auf dem Display zum Beispiel wie Child oder so. Oder Adult oder Kill oder sowas.
Haben wir den Knochen eigentlich schon fotografiert? Weiß nicht. Der liegt hinten, den holen wir gleich noch. Geh mal gucken. Ja, du kannst nicht reingehen, der antwortet nur alleine. Boah, Shorty, Alter. Digga, mir kommt der Schweiß runter. Nee, ich kann nicht mehr. Ja, Raum gehen. Ich war drin, du musst da hinten in dem Raum sein. Du warst überhaupt nicht, ich hab das genau gesehen. Du warst da vorne. Ich war in dem Scheißgerät dran. Nee, ich war in dem Scheißgerät dran. Du überhaupt nicht, du bist ein Lugner. Shorty, rein hier. Wofür hat Schattenbundi das Spiel gekauft? Rein da jetzt. Du musst bis zur Box gehen. Wir machen die Tür zu, bis du fertig bist. Geh zu, aber der Lucky war gerade drin, jetzt geh zur Box. Ich war bei der Box. Ja, geh da hin und sag, bist du hier, gib mir ein Zeichen, sowas. Kann man so viel Schiss haben, Alter. Gleich geh ich rein. Du hast nur eine Frage gestellt, du musst mehr Fragen stellen, du musst mit dem reden. Nee, forget it, Alter. Jetzt zieh mich ab, Alter. Nee. Du hast auch die Kopfkamera, wir sehen das, was du machst. Gar nicht. Doch. Lucky, gehst du rein oder soll ich? Ist das eine Schiss? Ja, dann du bist so ein Lutscher, ne? Du bist so ein Lutscher, Shorty, ohne Witz. Kann man so viel Schiss haben, Alter. Dreckiger Lutscher. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, Junge. Rede. Ich glaube, der ist im Badezimmer, Curtis. Gib mir ein Zeichen. Ich habe keine Angst vor dir. Und du musst das Licht aushaben. Wo geht denn das aus hier? Das Licht, ach so. Gib mir ein Zeichen. Du sollst nicht die Tür zu machen, du sollst reden, Junge. Ja, der steht die ganze Zeit vor mir. Gib mir ein Zeichen. Okay. Okay. Oh, da mit dem Licht geflackert. Gib mir ein Zeichen. Ja, der gibt mir Zeichen, der lässt das Licht flackern. EMF auf 5. Und der hat zugeworfen. EMF auf 5. Ja, ich werf seine Mutter gleich. Mein Gott. Dann haben wir doch alles. Kann man so viel Schiss haben, du Lutscher. Guck, wie einfach das war. Ne, das kann gar kein EMF voll 5 sein. Einfach. Was hatten wir Gefriertemperaturen? Wir hatten Fingerabdrücke, Geisterbuch und EMF. Ach, wir hatten keine Gefriertemperaturen? Nee. Wir haben einen Revenant. War nur 8 Grad oder so. Revenant. Wir sind alle hier im Truck, du musst nicht funken. Nee, Johnny ist tot. Was? Wer? Johnny. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du bist so ein Lutscher. Wir haben zu dritt diese Mission angenommen. Ich schwör bei Gott, nächste Runde, du gehst rein. Nö, ich geh jetzt nach Hause. Nö, du gehst 100%, sonst bist du der übelste Kamerad. Du gehst alleine da rein. Ja. Kann man so viel Angst nie wieder mitspielen, wenn wir was machen. Junge, dann erschreckst du dich halt. Ausgestoßen. Revenant, hast du eingetragen, Shorty? Ja. Ja, dann let's go. Haben wir Knochen mitgenommen? Haben wir den Knochen mit? Ich hab den noch nicht mehr gefunden. Also ja, komm mit, dann gehen wir den noch holen. Nee, wo war der denn? Ja, komm mit. Wenn der vor der Garage lag. Nein, der ist da hinten links drin. Hä? Ja, komm einfach mit. Da war ein blauer Teppich. Shorty 12 oder so, Alter. Der war da hinten links, war der. Aber hinten links und jetzt ist der nicht mehr da. Das heißt, wir haben der war hier. Dann hat Johnny den mitgenommen. Ja, dann haben wir den. Oh, guck mal, da liegt jemand. Lach nicht, du Schisser. Ist so. Dann wie du. Da liegst du, Lutscher. Ja, jetzt hast du große Fresse, ne? Geh nochmal rein. Nee. Sag das nochmal im Haus. So einen brutalen Schisser. Die Mila würde dich auslachen.
Lutscher. Ja, lacht er. Meine egal. Mein Gott. Die spuckt dir auf den Kopf. Hab kurz zum Jobs ready für ihr. Hallo, Juni? Keine Ahnung, was ich zum Shorty sagen muss oder sagen soll, ne? Das ist so ein Angsthase, Junge. Shutdown, danke für den Restart im dritten. Kann man so viel Angst haben. Aber Shorty ist nächste Runde Asylum alleine, auf ne? Profi. Hä? Ja, ich hätte Asylum auf Profi für ja, Shorty. Ja, let's go. Und Shorty, bei Gott, Shorty? Du gehst da rein. Wir haben jetzt Asylum. Nee, mach ich nicht. Doch, gehst du. Du musst, jeder ja, muss wir machen. Wir gehen ins Farmhaus. Meine Schwester hat das Spiel einmal oder? Gespielt, Alter. Die hat mehr Eier als du. Ja, lass ist Farmhaus, so. Egal. Hat den Peps? Oh Mann. So ein Lutscher. Außerdem siehst du eh nur die Knie vom Geist. Dreckiger Scheiß. Kann man sich so in die Hose pissen? Kann man sich so in die Hose kacken? Aber das mit dem Fernsehen war richtig gut. Das ist die Elisabeth Brown. Die reagiert auf Gruppen. EMF-Reader hab ich, wir brauchen Räucherstäbchen. Ja, ja, Räucherstäbchen brauchen wir. Nimmst du EMF mit? Ja, hab ich. Ich hab EMF. Wir suchen erstmal den Raum. Schwör bei Gott, Shorty, du gehst hier rein, Alter. Gehen wir nach oben direkt? Ja, komm. So ein Lutscher. Ehrlich, ich hab mich so aufgeregt, ne? Ich hab da der als Geist alles beobachtet, ne? Junge, kannst du dir nicht vorstellen, was er da gemacht hat? Hm. Der ist zu der Geisterbox hingegangen, hat gesagt, hallo, bist du da? Und läuft sofort weg. Ist sofort weggelaufen. Doch, man muss den niedermachen, der soll sich vertrauen. Der ist ein Mann. Ich hab hier eine Voodoo-Puppe, was muss man mit der machen? Hallo? Ich glaube, die kannst du da hinlegen, wo der Geist. Ich glaube, die kannst du da hinlegen, wo der Geist ist. Wenn du die einmal bewegst, so, dann kannst du Foto machen von der. Ich hatte auch Angst, aber ich habe mich trotzdem getraut irgendwann. Okay, Oma, hast recht. Seid ihr unten schon durch, Lucky? Ja, ich bin oben. Warum bist du oben? Wir haben doch gesagt, wir machen zwei Teams. Weißt du nicht, wer wohin geht? Bei mir kam gerade so ein... Ja, wo ist denn Short jetzt? Wieder ist er wieder im Truck? Ja, hier oben ist der Knochen, ne? Auf dem Dachboden. Hat jemand eine Kamera dabei, eine Fotokamera? Nein, noch nicht. Oh, ne. Bei euch oben oder bei mir unten? Nein, bei dir unten. Der Raum hinten links, da war dieses... Nee, ich bin schon viel früher rein. Welcher Raum? Oh, ein Grad. Minus. Minus? Minus Grad, ja. Ja. Hier ist Minus. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier, Elisabeth? Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth.
Oh, das Buch hat sie verschwunden. EMF 5. Elisabeth. Gib mir ein Zeichen. Bitch. Gib mir ein Zeichen. Show me what you got, bitch. Elisabeth. Wie hieß die mit Nachnamen? Ey, die hat eine Dose umgekippt. Gib uns ein Zeichen. Können wir der Geist so auf oder Fingerabdrücke? Gib uns ein Zeichen. Nee, ich glaube, die will nicht reden. BG, BG, nomi di padre. Spirito santo, niente vecchio. Ah, fuck. Ich hole ihm ein Räucherstäbchen. Machen Sie sich. Hab ich schon. Achso. Oh, der war da. Da ist sie. Sagt aber nicht. Alles gut. Ja, die ist am Kochen. Die ist am Kochen. Ist alles gut. Nimm noch eine Foto, nimm noch eine Videokamera mit. Ich habe eine aufgestellt. Ich gucke eben auch mal auf. Bah. Angsthase, Pfeffernase. Die macht uns sogar Essen, Mann. Ja, die hat gelernt. Ja. Brauchen wir ein Foto? Foto bringt immer Geld, ne? Ja. Brauchen wir noch so einen Kameraständer? Hat einer Videokamera? Wo gehst du denn hin? Ich will den Knochen eben fotografieren. Bah. Fuck you! Der hat auf den Tisch jemand umgeworfen. Gib uns ein Zeichen. Ja, die haut die ganze Zeit Sachen um. Boah, die ist da richtig krass unterwegs. Wenn das piepst, ne? Ey? Mhm. Dann ist die aktiv, so, glaube ich. Elisabeth. Wir haben Fingerabdrücke. Unten, wir brauchen ein Foto. Ich komme. Ist eine Banshee. Boah, das sieht voll echt aus. Ja, ist auch. Ist auch echt. Hast du einen Glasschneider dabei? Ich hab nie gesagt, dass das Game kacke ist. Wo? Da. Nicht mit der normalen Kamera mit zu leuchten. Nicht mit dem normalen Licht leuchten. Mach aus. Ach stimmt, ich hab selber eine Kamera bei. Vergessen. Das ist noch meiner. Elisabeth, wir verlassen dich jetzt. Du kleine süße Banshee. Mach dir noch ein Foto vom Geist. Ach stimmt, brauchen wir auch noch. Ach nö. Dorothy, mach dir eben noch ein Foto vom Geist. Ich hab keine Kamera bei. Gib uns ein Zeichen. Ich geb dir meine. Zeig dich. Ich geb dir meine, hier. Willst du haben? Nö. Zeig dich. Was haben wir vorhin gesagt, wo die da war? Dass die uns ein Zeichen geben soll. Redet die mit Gruppen? Ja, aber die redet überhaupt nicht. Zeig dich. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Elisabeth. Mach mir mal ein paar Zinni-Minis. Schamlippen sind wie die Ärmlippen eines... Wie war das nochmal? Die Schamlippen sind... Hallo? Ne, warte. Deine Schamlippen sehen aus wie Ärmel von Zauberer. Ja, genau. Elisabeth, zeig dich. Elisabeth, zeig dich. Zeig dich, zeig dich. Zeig du dich. Du altes Küchenweib. Du altes Waschweib. Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth.
Dreimal schwarzer Kater. Hokus Pokus. Hallo Humora. Wie ist der Nachname? Der Elisabeth, den Nachnamen? Brown. Elisabeth Brown. Elisabeth Brown. Anne Elisa Brown war bestimmt deine Schwester. Elisabeth Brown. Anne Elisa Brown. Brownie. Elisabeth Brown. Ja, der Teller fliegt gleich. Elisabeth Brown, bist du Frau? Brown, gehst du schauen. Oha, die hat die Dose weggeschmissen. Das ist mein Bier. Hast du? Elisabeth. Brown. Oh, fuck you. Wo ist die? Wo denn? Brown. Elisabeth Brown. Oh, Junge. Die hat die Tür aufgemacht. Hey, Elisabeth Brown. Schwarz. Ach, da ist noch ein Raum. Elisabeth! Braun! Brownie! Cool. Elisabeth mal Brown. Schauen, Elisabeth Brown. Aber warte mal, gerade ist die aufgetaucht, als nur noch einer im Raum war. Einer muss mal kurz allein rein. Nee. Ja, wir waren alle drin. Halt's Maul, wir waren nicht alle drin. Yo, Elisabeth Brown. Du musst die fotografieren. Elisabeth Brownie. Ich hab die Junge, Flöte. Hast du? Ich hab die Flöte. Hä, wo waren die? Die war jetzt an der Ding ins Glas. Sag ich doch. Geister hassen es, wenn man zu den Gewürzgurke sagt. Stimmt nicht. Jay Baxter, danke für den Restart im 15. Business Krawatte, danke für den Prime im 6. Merlin, danke für den Restart. Habt ihr Fotos vom Geister, oder? Ja. Echt? Wir haben eine Banshee, ne? Ja. Aktivität ist nämlich auf 10 Grad hochgegangen, als ihr rausgegangen seid. Ja. Wir haben die. Guck mal, ich hatte noch 9. Nimm die Kamera hier in der Hand, dann siehst du das doch. Nimm die Kamera hier in der Hand, dann siehst du das. Das kann man übrigens auch im Buch nachgucken, ne? Da. Habt ihr Banshee eingetragen? Ja. Mal wieder so voll die einfachen Runden, Mann. Ich will was Psychoterror in meinem Kopf. Jut, reicht jetzt, ne? Ich bin weg. Eine noch. Reicht. Nö. Ich mach Feierabend. Nee, nicht? Ich bin reicht, müde, ich reicht. Mach Feierabend. Feierabend. Okay. Welcome back. Wir haben keine Lust mehr. Und alleine habe ich Angst, da mache ich den Shorty. Angsthasen. Mude. Ach stimmt, wir haben gleich 1 Uhr schon, Alter. Oh, egal, Winstreak. Jetzt noch WW Pommes, geh nix. Oh, keine Solo-Runden, hau ab. Niemals, irgendwann mal vielleicht. Hau ab. Solo ist was ganz anderes. Als mal kurz da reingehen und mal kurz quatschen. Da Vinci, du bist ruhig, du kommst nicht mal mit einer Vierergruppe mit, ja? Und du bist auch ruhig, Jazz. So, ich gehe dann auch in den Higher Booth. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Kommt mal wieder Gangbis, müsste ich austesten, weil ich hatte da übelste Soundprobleme. Ich teste das morgen mal, das ist ja nicht groß, ich lasse das drunter. Muss ich aber die anderen fragen und ich muss Controller und alles dafür anschließen. Ich wünsche euch übrigens eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Wir sehen uns nachher wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, im Kreis rumzustehen. Gute Nacht, Oma, kommst du mit? Tschüss. Gute Nacht. Adios. Adios, amigos.